So einer außergewöhnlichen Tierrettung wurde am Mittwochmorgen die Berufsfeuerwehr in Mannheim alarmiert. Aufmerksame Passanten alarmierten gegen 7.30 Uhr die Einsatzkräfte. Daraufhin haben wir die Lage erkundet und konnten bestätigen, dass sich dort eine Silbermöwe in dem Baukran verfangen hat. Bauartbedingt eben durch die Metallkonstruktion hat sich dort die Möwe verfangen. Wir haben dann über die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Mannheim hier die Rettung des Tieres eingeleitet und konnten dann das Tier lebend an die Tiernotrettung Rhein-Neckar übergeben. Ja, also es ist auf jeden Fall eine spezielle Rettung aus Höhen, wo man eben natürlich auch gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen muss. Und dazu gehört eben auch eine entsprechende Sicherung beim Aufstieg und bei der Rettung von den eingesetzten Kräften. Ist jetzt, sage ich mal, vom Aufwand her nicht das normale Spektrum von einer Absturzsicherung, sondern eben im Bereich der speziellen Rettung aus Höhen. Die Feuerwehr hat uns die gerade jetzt übergeben. Wir bringen die jetzt erst zum Tierarzt, da ein Stück vom Bein abgetrennt ist durch eine Schnur. Und die gucken, ob sie dann mit halt eineinhalb Beinen überleben kann. Also es hängt zwischen Blech und einer Schnur. Wie lange kann ich halt nicht sagen, aber schon etwas länger. Weil das Bein halt durch die Schnur halt schon eingeschnurrt wurde. Dabei ist es halt abgetrennt worden. Wie war jetzt der Allgemeinzustand von dem Tier? War bekannt oder ist bekannt, wie lange die da oben gehangen war? Das weiß ich leider nicht. Wie ist der Zustand von dem Tier aktuell? Wie kann man es einschätzen? Sie ist halt total voll mit Stress. Ne? Die sitzt halt in der Box und wartet halt eigentlich drauf, dass sie endlich wieder raus kann. Deswegen würde ich mich schnell zum Tierarzt begeben.